Magnete und Uhren, das sind so eine Art natürliche Feinde. Ich werde euch im Video zeigen, woran man erkennen kann, dass eine Uhr wahrscheinlich magnetisiert ist, was die Ursache sein kann und was man dagegen tun kann. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideo. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du reingeklickt hast. Magnetismus ist so eine Sache. Man kann ihn sehr leicht feststellen, wenn man ein Magnet an Eisen hält. Leider kann man ihn nicht sehen, wenn irgendwo ein Teil tatsächlich einmal magnetisiert ist. Und wenn das Uhrwerk einmal magnetisiert ist, dann wird die Uhr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sehr viel schneller laufen, als es vorher der Fall war. Das geht in aller Regel von heute auf morgen. Die Firma Guinan hat dazu ein sehr gutes Video gemacht. Beschreibung und der Link unten in der Videobeschreibung. Leider gab es in dem Video nicht sehr viele Beispiele dazu, was eine Uhr magnetisieren kann und wie man es mit Hausmitteln feststellen kann, ob eine Uhr magnetisiert ist. Nicht jeder Haushalt hat ein Magnetometer oder Teslameter oder Gaussmeter. Das sind, glaube ich, alles Bezeichnungen für ein und dasselbe Messgerät, was die magnetische Feldstärke messen kann im Haus. Aber es gibt tatsächlich Sachen, die fast jeder im Haus hat und mit denen man eine magnetisierte Uhr feststellen kann. Das möchte ich euch zeigen. Und ebenso zeige ich euch, wie man den vermaledeiten Magnetismus aus der Uhr wieder rausbekommt. Viel Spaß im Video. So, zunächst einmal nur der kurze Test, wie man feststellen kann, ob eine Uhr magnetisch ist. Ich habe hier einen handelsüblichen Kompass. Wirklich alles ganz normal, nichts Außergewöhnliches, nicht besonders sophisticated, einfach nur schwingend gelagerte Magnetnadel. Jetzt pendelt sie sich aus und wenn sie ausgependelt ist, dann sollte keine Abweichung passieren, wenn man mit einem nicht magnetischen Gegenstand sich nähert. Jetzt habe ich hier eine kleine Taschenlampe und diese Taschenlampe hat einen magnetischen Fuß. Und wenn ich mit dem Magnet Richtung Kompass gehe, dann verändert er unmittelbar seine Lage. Wenn ich jetzt mit dem Magneten der Lampe an die Uhr gehe, auch hier kann man schon sehen, es ist ein relativ starker Magnet, zieht die Uhr an und jetzt sollte die Uhr tatsächlich auch magnetisiert sein. Wenn ich mich jetzt mit der Uhr dem Kompass nähere, dann würde ich erwarten, dass die Kompassnadel sich bewegt. Nicht so viel wie bei dem Magneten, weil es einfach deutlich schwächer ist. Aber ich denke, im Video kommt die Bewegung tatsächlich raus. Ihr seht, dass der Kompass sich ganz leicht bewegt. Wie kann ich jetzt diese Magnetisierung entfernen? Dafür gibt es diese Art von Geräten. Es ist völlig unspektakulär. Ich habe auch wirklich keine Ahnung, wie es funktioniert. Also technisch funktioniert, von der Anwendung her weiß ich das schon. Man hält die Uhr einfach über dieses Feld hier und drückt den Knopf. Dabei entsteht ein leichtes Brummen. Und das Ganze kann man
zwei, dreimal machen. Und dann ist die Uhr wieder komplett entmagnetisiert und ich kann sie an den Kompass annähern, ohne dass sich die Lage verändert. Ihr seht, die Uhr ist wieder entmagnetisiert. Ich hoffe, dieses kleine Video war interessant für euch und hat euch ein klein wenig die Angst vor dem Magnetisieren der Uhren genommen, denn mit so einem kleinen Kästchen kann man das leicht beheben. Wo es diese Kästchen gibt, habe ich unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Jetzt kommt natürlich noch die Frage, wo kann man überall sich die Uhr magnetisieren? Nun ja, diese Taschenlampe hier muss aber nicht jeder haben, kann man haben, aber ist vielleicht nicht im Alltagsgebrauch. Aber was jeder irgendwo stehen hat, ist eine Lautsprecherbox. Lautsprecherboxen haben große Magneten und in diesen großen Magneten kann es schnell dazu kommen, dass die Uhr magnetisiert wird und der Kompass entsprechend ausschlagen würde. Manchmal gibt es Taschen, die haben Magnetverschlüsse. Diese Clip-on-Cover für iPhone, iPad und sowas haben oft Magnetverschlüsse. Alle diese Magnete können durchaus stark genug sein, um bei einer Uhr das Uhrwerk zu magnetisieren und von quasi jetzt auf gleich einen Vorlauf von 30, 40 oder 50 Sekunden pro Tag zu erzeugen. Insofern ist das gar nicht so weit aus der Welt gegriffen, auch wenn ich es in der Praxis tatsächlich noch nie hatte. Mich hat das Phänomen interessiert, ich wollte es ausprobieren und fühle mich jetzt mit meinem kleinen blauen Kasten hier auf der sicheren Seite. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran und bis dahin, euer WatchMax.